Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Hallo. Heute haben wir wieder eine neue Folge Pleiten, Pech und Pannen und diesmal noch etwas Besonderes. Wir nennen sie nicht nur Pleiten, Pech und Pannen, sondern auch noch besondere und schöne Geschichten. Wir haben also zusammengetragen, was uns so widerfahren ist und haben dann eine kleine Sammlung, die wir vortragen möchten und euch mal zeigen wollen in der Welt des Hochzeits-DJs und einer Hochzeitsplanerin, was uns so komplett widerfahren ist. Vielleicht fange ich mal an. Ich hatte eine Hochzeit in Berlin in einer Villa. Sie kam aus Schottland, er aus Deutschland. Und zwar eine sehr schottische Gesellschaft war da dabei und die waren sehr feierwütig. Die waren nicht betrunken, sondern einfach, die haben wirklich Lust gehabt zu feiern. Und wie immer spreche ich natürlich den Tagesplan ab und alles, was so folgen soll und so weiter. Und irgendwann waren wir halt beim Essen. Und bei dem Essen habe ich ab und zu mal ein paar Musikstücke reingehauen, reingespielt und die Gäste haben irgendwann angefangen mitzuwippen und mitzuschreien und mitzusingen und es wurde immer lauter. Und irgendwann war das so, das Essen war nur noch nebensächlich. Die Leute haben, und das war ein Gängemenü, ne? Die Leute haben zwischen den Gängen, in den Gängen, während des Essens, haben die rumgegrölt, haben getanzt, sind aufgestanden auf den Tischen und haben so gefeiert. Wir mussten die Party vorverlegen, vom Plan her, weil das ging nicht mehr. Wir konnten die Leute nicht mehr im Zaun halten. Also war es tatsächlich, es war so Party, Dance and Eat. Also es war alles zusammen. War es ein sehr schönes Erlebnis, weil ich mich auch gar nicht, also ich war gar nicht drauf vorbereitet. Bin da sehr flexibel natürlich, aber wir haben gedacht, wir machen erstmal den Hochzeitstanz ganz klassischerweise und machen dann die Party. Ja, so typisch deutsch. Ja, und mussten das alles natürlich so ein bisschen umwerfen und haben den Hochzeitstanz dann schon vorher gemacht, dass die Party direkt losgehen kann. Das Essen, die Menüs, die Gänge mussten wir auch ein bisschen schneller durchziehen lassen. Also es war ziemlich chaotisch, aber es war wirklich schön. Schöner Anlass. Die Leute hatten wirklich, waren positiv eingestimmt und es ging dann direkt gleich los. Naja, dann war das aber keine richtige Pleiten, Pech und Panne, war das schon eine schöne Geschichte. Das war eine schöne und besondere Geschichte, ja. Das kenne ich oft von jüdischen Hochzeiten, da wird auch direkt getanzt. Ja, bei uns stimmt. Deutschen ist ja eher so, dass wir erst den Eröffnungstanz ganz brav abwarten. Ja, stimmt. Ja, ich habe ganz viel gesammelt von kleinen Pech und Pannen, auch von meinen Kolleginnen, also von meinem Team, auch von anderen Kolleginnen. Wir sind ja als Hochzeitsplaner auch oft im Kontakt, tauschen uns aus, Planerin aus Berlin und auch von anderen Städten. Ja, dann fange ich mal an. Bei mir sind es wirklich kleine Pech. Kleine Pannen? Hast du kleine Pannen gehabt? Zungenbrecher, kleine Pech und Pannen, genau. Also, es gab eine Trauung, wo der Pfarrer alles durcheinander gebracht hat. Oh. Das ist natürlich peinlich, ne? Wenn der Pfarrer, der war schon ein bisschen älter. Und der hat teilweise den Namen des Bräutigams und des Trauzeugens durcheinander gebracht. Oh nein. Und das ist schon ein bisschen schusselig. Also irgendwie ist es ja auch süß, wenn man dann also einen älteren Pfarrer hat, aber irgendwie, naja, sollte er sich dann schon mal die Namen aufschreiben, ne, wenn er schon so alt ist. Irgendwie schon, ja. Ich habe eine kleine Anekdote dazu, das hatte ich aber schon mal, glaube ich, in einer anderen Pleiten-Pärchen-Panne-Folge gehabt, aber es passt irgendwie dazu. Ich hatte ja auch mal schon so eine freie Trauung hatte ich und die, nee, Quatsch, nicht, das war eine standesamtliche Trauung, aber draußen eine Außenstelle und die Standesbeamtin konnte den Namen des Bräutigams nicht aussprechen. Boah, da kannst du doch vorher fragen und vorher üben, oder? Und, ja, und ich denke mir so, aber sie hatten ja auch schon vorher das Gespräch so, ne, also insofern sie hat es versucht, so ein bisschen mit Humor zu nehmen. Alle Gäste haben es natürlich so ein bisschen mit Humor genommen, aber das war echt, das war echt kurios, dass sie es nicht sagen konnte. Ja. Aber solange das die einzige Panne ist am Tag, ist es ja auch gut, oder? Das sind dann nachher die Geschichten, die man dann erzählt. Die haben alle danach drüber gelacht. So, das war schon okay. Ich hatte auch eine besondere Geschichte wieder. Ein Zuckerpärchen, die haben. Ein was? Ein Zuckerpärchen? Ein Zuckerpärchen, also ein Pärchen, die waren so süß, beide. Da hat der Vibe zu den beiden, das hat ganz, ganz gut gematcht. Am Hochzeitstag selbst, die Party war super am Laufen, die Gäste haben gefeiert, das Pärchen haben gefeiert, alle waren gut drauf. Und irgendwann kam dann der Bräutigam zu mir und meinte, liebe Hung, ich muss dir was sagen. Aber er hat es so total ernst gesagt. Und ich so, oh, was ist jetzt los? Party läuft doch gut, was willst du von mir jetzt? Und dann hat er gesagt, die Braut hat einen Wunsch. Und ich so, ja, schieß los, welchen Song? Und dann hat er gesagt, nee, sie möchte einen Song mit dir tanzen. Und ich so, was?
Ich so, okay, was soll ich spielen? Dann hat sie sich Apache gewünscht, so ein deutscher Rapper, und dann hat sie mich auf die Tanzfläche gebeten und dann musste ich da tanzen. Das fand ich irgendwie süß. Das war eher eine lustige Geschichte. Ja, ja, es war eine lustige Geschichte. Dann musste ich da zu den ein, zwei Takten mittanzen. Das habe ich auch selten, dass ich dann selbst noch auf die Tanzfläche eingeladen werde. Ja, ging natürlich nicht lange, weil der Song dann irgendwann geendet hat und dann musste ich natürlich wieder zurück an den Deck. Aber es war irgendwie süß. Das fand ich, fand ich eine tolle Wertschätzung. Ich komme mir gerade vor wie Good Cop und Bad Cop. Du hast immer gute Geschichten und ich habe hier die Pleiten, Pech und Pannen. Oder ja, meine, was schlechten, ist heute? Meine schlechten Geschichten kommen noch. Also, ich habe es noch ein bisschen aufgebaut. Hinter den Kulissen kriegt man ja auch immer alles mit, was das Brautpaar gar nicht mitbekommt. Und so hatten wir zum Beispiel auch mal, hat man auch manchmal nervige Kollegen, ganz ehrlich, nervige Dienstleister. Oh, okay. Wir hatten eine Hochzeit, die war nicht in Deutschland. Und da hatten wir, sind wir mit, ich glaube, mehr als 10 Leuten angereist aus Deutschland. Da war auch die Band und ein Mensch hat seinen Koffer verloren. Oh. Alle Leute hatten den Koffer in der Hand, sind eingecheckt ins Hotel. Wir haben uns alle zusammen umgeguckt, wo wir hingehen, wo alles stattfindet. Wir haben die geführt, haben alles gezeigt und haben dann gesagt, okay, hier ist der Shuttle-Service. Dann haben wir denen gezeigt, wo wir alle wohnen. Wir wohnten in so einem Nachbarhotel, konnte man zu Fuß hinlaufen. Und dieser Mensch hat einfach seinen Koffer nicht mitgenommen. Okay. Und er kam dann immer zu uns gerannt, ja, mein Koffer, wo ist mein Koffer? Und ich so, ey Mensch, du bist doch erwachsen, such doch deinen Koffer selber. Wo hast du den denn hingetan? Und er hat uns tatsächlich stundenlang mit seinem Koffer genervt. Oh nein. Und wir waren ja beschäftigt, wir waren zwei Hochzeitsplaner auf einer riesengroßen Hochzeit und irgendwann, da hatte ich so die Faxen dicke, da bin ich dann mit ihm hin und habe gesagt, naja, er wird doch in der Rezeption sein. Was ist denn, was macht man denn, wenn irgendwo ein Koffer steht? Stellt man den erstmal in die Rezeption und guckt dann, welcher Gast sich dann irgendwie meldet oder noch in irgendeinem Auto war oder keine Ahnung, wo der den abgestellt hatte. Und der Typ hat aber die Rezeption nie gefunden. Und dann musste ich, wie so ein Babysitter. Ich wollte gerade sagen, du hast ein Babysitter. Ja, wie so ein Babysitter bin ich mit ihm dann an die Rezeption gegangen, habe meine Tätigkeit unterbrochen, an die Rezeption gelaufen. Da war auch der Koffer und hat er seinen Koffer wiedergefunden. Oh, also das sind dann so Sachen, wo du denkst, so, kannst du auch selber machen. Ja. Also worum kümmert man sich alles als Hochzeitsplaner, ne? Vor allem, das klingt nach einer Destination-Wedding, das heißt, ihr wart außerorts irgendwo. Also ja, wir waren sogar im Ausland. Im Ausland, hatten wir genug andere Sachen zu tun, als dann Koffer von irgendwelchen Dienstleistern aber zu suchen. Aber auch, da stellst du doch einen Koffer nicht irgendwo hin. Das ist ja so, als würde ich am Flughafen meinen Koffer einfach stehen lassen, das macht man noch nicht. Aber gut, okay, zum Glück warst du ja da, Sarah. Hast nebenberuflich noch eine Kofferfinderin gespielt. Genau, Händchen gehalten. Genau. Ich hatte eine Hochzeit, das kommt jetzt wiederum in eine Kategorie nicht so schöne Geschichte oder eine Panne. Wir hatten ein Pärchen, die hat die Familie eingeladen und einen Onkel von der Braut war auch dabei, eingeladen als Gast. Und dieser Onkel, der war so, der hat immer so Witze gemacht, immer so zwischendurch, immer den ganzen Tag über, bei der freien Trauung, beim Shooting, überall die ganze Zeit, hat immer so Stecheleien gehabt und konnte es auch nicht sein lassen, das immer bei der Braut zu platzieren. Und hat sie dann immer so geärgert und irgendwelche Dinge immer erzählt und die Braut war irgendwann so genervt, hat schon Red Flag schon angezeigt, okay, das reicht dann langsam auch mal mit deinen Scherzen so von der Sache her. Und der hat nicht aufgehört, ne? Der hat immer weitergemacht. Und irgendwann war das so, die Braut ist komplett ausgerastet und hatte ihn dann, freundlich kann man nicht sagen. Angeschrien, schon sehr druckvoll gebeten zu gehen. Boah, echt? Ja, richtig krass. Also sie hat ihn rausgeschmissen auf aber ihre eigene Hochzeit. So, man soll sich doch am Hochzeitstag nicht die Laune vermiesen. Eigentlich lassen. Nicht, ja. Also gut, wie gesagt, ich war auch nicht die ganze Zeit dabei und habe immer nur so Puzzlestücke mitbekommen und das ganze Bild habe ich jetzt nicht vor Augen, aber so wie die Braut mir das erzählt hat, war dann einfach zu viel, das Fass ist übergelaufen. Ich finde es gut. Sie war sowieso schon, ich sag mal, ist ja sehr viel, stand ja unter Druck, sage ich jetzt mal, ja. Ne, an dem Tag selbst und ist ja auch ihr Tag und finde ich jetzt auch nicht unangebracht, finde ich nicht angebracht, dann die ganze Zeit die Braut zu stecheln, zu nerven, wie dann irgendwas ist. Und ja, dann hat sie ihn rausgeschmissen, er ist dann mit seiner Frau gegangen und dann waren sie weg. Waren dann ich finde es gut. Zwei Gäste weniger am Tisch, das war dann so. Hatte ich noch nie bislang. Ich auch nicht, aber ich hätte es mir manchmal gewünscht, weil es gibt auf vielen Hochzeiten immer eine Person, meistens eine Person in der Familie, die sich nicht benimmt. Mhm.
die dann unangemessen, gerade Frauen manchmal unangemessen gekleidet sind. Dazu haben wir ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Ja, haben wir auch schon gemacht. Ja. Und wie benimmt man sich als Hochzeitsgast? Oder einfach nicht mit der Braut. Die Braut wünscht sich, dass die Schwester mit zum Styling kommt. Das hatte ich mal, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Das hast du schon erzählt, ja. Kenne ich nicht. Und dann ist die Schwester einfach nicht mitgekommen. Ja. Und dann musste die Cousine mitkommen. Und Gott sei Dank war die Cousine da. Also ich finde es schrecklich, wenn sich die Menschen nicht benehmen. Ja. So, dann jetzt noch eine neue Geschichte von mir. Diesmal habe ich eine lustige Geschichte. Eine Brautmama, das war von meiner Kollegin die Hochzeit, eine Brautmama, die hat so lange, war sie bei der Braut und hat sich um alles gekümmert, den ganzen Morgen beim Styling und war im Bademantel und irgendwie wollten dann alle los und irgendwie hatte sie sich selber vergessen, dann war sie noch nicht angezogen. Nein. Und dann musste sie ganz schnell sich anziehen, weil das Auto war schon da und ja, sie war selber so aufgeregt und mit am Fiebern. Das war irgendwie lustig und oh Gott, süß. Das hat dann noch alles noch geklappt. Ja, passiert. Wo du gerade Bademantel sagst, ich hatte eine Hochzeit, die war draußen, die fand draußen statt. Es war an einem Strandbad und tolle Party, draußen haben wir gefeiert, war dann irgendwann vorbei, 3, 4 Uhr, keine Ahnung, irgendwie so rum. Und irgendwann war dann ich glaube, das war eine Freundin, war nicht die Trauzeugin. Es war eine Freundin von dem Brautpaar. Und dann hat sie sich irgendwie 2, 3 Jungs geschnappt, komplett entblößt und ist ins Wasser gesprungen. Ich war so ein bisschen überfordert, weil dann sie war nicht ganz nackt, aber es waren ja fast nackt. Ja, und, aber so urplötzlich, einfach so vor mir, bop, ausgezogen, los ging's. Und ich so, okay, ja. Es war sehr warm, es war natürlich schön und die meisten Gäste waren auch schon weg. Es war dann wirklich nur der harte Kern. War der Bräutigam wenigstens noch dabei? Der Bräutigam war dabei, die Braut waren dabei, die haben beide auch gelacht. Das war keine Pleite oder so, keine Panne. Eine lustige Geschichte. Das war eine lustige Geschichte, es war einfach so, das war auch so, ich muss dir vorstellen, wir waren gerade dabei, uns zu unterhalten. Ich habe abgebaut und haben noch so ein bisschen Smalltalk gehalten und auf einmal zieht sie sich aus und zack, los geht's. So ohne Vorwarnung und hat sich irgendwie 2, 3 Leute geschnappt und dann ist dann los und dann war auf jeden Fall witzig. Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Dann habe ich noch eine Geschichte vom Standesamt. Also hier in Berlin sind manchmal irgendwelche Musiker vom Standesamt, die man gar nicht beauftragt hat. Oh. Meistens sind es dann so Akkordeonspieler oder so, die dann da irgendwie so ein Hochzeitslied spielen, dann hoffen, dass sie irgendwie 3 Euro dafür kriegen. Ah, die sammeln dann Geld dann, okay. Ja, und so sind wir auch mit einer Braut mit riesem Tamtam. Normalerweise in manchen Standesämtern darf man gar nicht so ein Tamtam machen, weil da geht es im 30-Minuten-Takt weiter. Mhm. Aber unsere Braut, die hatte sich das vorgenommen und wir haben das so durchgezogen. Und wir hatten eine Musikerin dabei, eine andere, wir hatten ganz viele Leute dabei, wir hatten sogar Blumen und alles aufgebaut. Wow. Und also wir hatten einen riesen Tamtam hatten wir und dann war dort dieser Akkordeonspieler. Ich habe ihn dann gebeten, sorry, wir haben hier Film und Foto, würden Sie ein bisschen weiter links stehen, damit Sie nicht auf jedem Film drauf sind. Und, und er so, ja, ich bin aber fest hier. Und ich so, ja, ich verstehe das ja schon, aber können Sie bitte links stehen statt rechts? Weil unsere Braut kommt dann von hier. Ja. Und ja, einfach nur, es war eine süßes Pleiten, Pech und Pannen, so, wie kriegst du diesen Menschen dann da ja, weg, ne? ja. Der dann da partout stehen will. Oh Gott, der wird sich auch wirklich mitten wichtig fühlen. Ja. Ja, weil er wollte ja davor spielen und danach spielen und so weiter. Darum geht's also wir haben es dann irgendwie hingekriegt, dass er dann nicht auf jedem Bild drauf war. Gott. Aber das sind halt auch so Sachen, wo man denkt, okay, wenn die Braut keinen Hochzeitsplaner hat, dann ist es auch so eine Trauzeugengeschichte, dass die halt auch einen Blick dafür haben, wenn da irgendwelche Menschen stehen, die nicht dazugehören, dass sie vielleicht nicht auf ihrem Foto drauf sind. Ja. Ich hatte eine Feier, eine Party, da war ich gebucht bis 2 Uhr. Ich kann mich erinnern, an dem Tag war es sehr, sehr heiß. Es war in einem Restaurant, wir haben in einem Restaurant gefeiert. Und es war auch in einer Wohngegend, also ich durfte da auch gar nicht so laut Musik spielen. Das Ding ist aber, in dem Restaurant gab es jetzt keine Ventilatoren und auch keine Klimaanlagen. Und es waren wirklich, ich weiß nicht, wie heiß es war. Es war super, super heiß. Es war schon gefühlt 50 Grad. Also es war schon mehrere Wochen und Tage vorher heiß und auch im Nachgang heiß. Ihr müsst euch vorstellen, ja, wenn es lange Zeit im Voraus schon so heiß ist, dann ist dieser Raum, der ist dann einfach heiß. Ne? Und man kommt schon rein und das ist unerträglich da drinne. Und das war es dann auch tatsächlich. Also die Party ging eine Stunde, glaube ich, und um 22.30 Uhr hat dann irgendwann der Bräutigam gesagt, ich kann nicht mehr, mir ist einfach zu heiß, wir machen jetzt hier Ende. Ach, schade. Und dann haben wir tatsächlich um 22.30 Uhr die Party beendet. Oh, so früh. Ja,
Viertelstunde habe ich noch ausklingen lassen und der hat alles zusammengepackt und hatte keine Lust mehr. Der hatte keine Lust mehr, ihm war einfach zu heiß. Und die Gäste waren, den Gästen war es auch schon ziemlich heiß, aber wir mussten die Party beenden. Da haben noch Leute getanzt und dann haben wir gesagt, nee gut, dann machen wir jetzt noch die letzten drei Songs und dann war vorbei. Und für mich im Prinzip, jetzt beruflich gesehen, ich war bis 2 Uhr gebucht, 22:30 hatte ich Feierabend, gut, mit Abbau und Co. war ich kurz vor 12 raus, war ein entspannter Tag von der Zeit, von Arbeitszeit her, aber es war natürlich super traurig, ja, dass es schon vorher beendet war und es war halt super, super heiß, also an dem Tag, das hat einfach keiner mehr geschafft. Das war aber da könnte man doch Ventilatoren oder sowas aufstellen oder auch so kleine Handventilatoren oder auch so es gibt also so wie so ein Deo, so ein mit Wasser, so Sprays, was man sich ins Gesicht machen kann oder so. Ja. Also ein paar Sachen gibt es ja dann schon, ne? Ich hatte meinen Ventilator dabei und so einen Taschenventilator. Dem Taschenventilator habe ich den Bräutigam gegeben, der stand die ganze Zeit bei ihm dann, den hat er da eingepackt, was auch völlig okay ist, war komplett für ihn. Und ich hatte so einen kleinen Tischventilator dabei, ja, aber für die Gäste, die hatten irgendwie so großen. Keiner, ja, die Gäste haben auch nicht dran gedacht, ja, und keiner hat irgendwas mitgebracht und es war super, super heiß. Und wir mussten halt, wie gesagt, es war eine Wohngegend, wir mussten die Türen und Fenster schließen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das war wie ein Terrarium da drin. Achtung, kleine Werbepause. Auf unserer Webseite findet ihr Geschenke für das Paar, für die Trauzeugen und für die Gäste und ihr könnt die sogar personalisieren. Das ist auch super für jeden Junggesellenabschied. Es gibt nicht nur T-Shirts, Hoodies, sondern alle möglichen Sachen. Schaut unbedingt mal rein. www.hochzeits-podcast.com. Genau. Schaut gerne rein und jetzt geht's weiter. Ich habe noch eine Geschichte. Wir planen ja immer gerne Hochzeiten mit den Dienstleistern, die wir kennen, weil dann wissen wir ja, dass wir keine bösen Überraschungen haben. Aber ab und zu bringen die Paare natürlich eigene Dienstleister mit. Und dann vor allem, wenn man Hochzeiten hat aus bestimmten Kulturen, wo dann auch diese Musik gespielt werden soll. Ich will jetzt keine Nationalität nennen, ist ja auch egal. Und dann kommt halt diese komplette Band, die man nicht kennt und teilweise sprechen die gar kein Deutsch und die sprechen auch kein Englisch. Das ist dann manchmal echt schwierig. Okay, das ist schwierig. Und dann versucht man das natürlich übers Brautpaar zu schicken, wann sie aufbauen sollen, wo sie hinkommen sollen und so weiter und so fort. Aber man erlebt dann manchmal Überraschungen. Am Tag der Hochzeit waren meine Kollegin, hatte die Hochzeit geplant, hatte auch irgendwie versucht, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen, was sich, wie gesagt, als schwierig herausstellte. Stellt euch vor, es ist ein wunderschöner Raum, es wurde ganz viel Geld für Blumen ausgegeben, es ist ein weißer Marmorraum, weiße Blumen auf dem Tisch, weiße Tischdecken, alles wunderschön. Es wird eine Bühne gebaut, die auch noch weiß ist und auch noch schön ist. Und dann kommt auf einmal eine Technik an mit riesengroßen schwarzen Lautsprechern, aber so riesengroß und die standen dann direkt neben dem Trautisch. Oh nein. Die waren also riesengroß. Die waren bestimmt 2 Meter mal 1 Meter. Ja, Konzertbeschallung. Ja, auf beiden Seiten der Bühne. Und dann haben wir gesagt, so Entschuldigung, hier ist der Brauttisch sitzt hier. Also du könntest doch nicht die schwarzen Dinger daneben stellen. Und da war dann nichts zu machen. Ne? Die wollten das da stehen lassen. Oh nein. Und es hat halt einfach diese ganze Optik kaputt gemacht. Scheiße. Und sie hatten dann auch sie hatten auch Nebel und sie hatten auch ganz viel buntes Licht. Mhm. Und es wurde halt ganz verrückt rumgeflackert damit. Das passt überhaupt nicht zum Setup, passt überhaupt was vorher, gar ja, nicht ich kann mich schon gut zum vorstellen. Rest. Ja, also ja. Es war so richtig crazy, crazy, ja. So, oh mein Gott, was geht oh, hier ab? Oh nein, okay. Ja, das war so leider, also aus unserer ästhetischen Brille war es irgendwie so unkoordiniert und war nicht schön, aber wie gesagt, man denkt dann, okay, wenn das Brautpaar das schön findet, also wussten wir jetzt in dem Fall nicht, weil die haben das ja alles so bestellt. Wie gesagt, du hast … Ob die sich das jetzt so vorgestellt haben oder nicht … Das weiß man erst nicht. Das weiß man ja nicht, also das … Man versucht ja nur dagegen anzukämpfen, aber wenn dann halt die fette Box da steht, dann steht die fette Box. Aber das Brautpaar hat das so bestellt, ne? So wie du schon gesagt hast, da hat man so viel Geld ausgegeben für Deko, Hintergründe, hat man sich so viel einen Plan aufgestellt, wie es aussehen soll. Und dann kommt da jemand, stellt da den hässlichsten Lautsprecher hin, was überhaupt nicht reinmatcht so in das gesamte Ding und einfach auch noch zum Brautisch, verrückt. Also das ja, ist ja weil crazy. Moderne Technik, also die viele Brautpaare kennen sich ja da nicht aus, aber moderne Technik, da können auch kleine Lautsprecher stehen und die sind trotzdem gut genug. Heutzutage ist Technik ganz klein auch. Ja.
damit sie optisch schön aussieht für solche Feste. Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon da, also da in Sachen Technik gibt es schon da ein Upgrade. Sie sehen mittlerweile auch schon sehr, sehr schön aus. Dass sie dezent irgendwo in der Ecke stehen und nicht so eine fette Wand. Also da ein Hinweis an euch, wenn ihr euch selber um die Technik kümmert, dann fragt mal, was da für eine Technik kommt. Ja. Ich hatte eine Hochzeit in Hamburg, das war im letzten Jahr. Und ich nehme mir immer sehr viel Zeit, egal wo ich hin muss. Und in dem Fall, Hamburg ist natürlich eine weite Strecke von Berlin aus. Zwei bis drei Stunden fährt man da. Und ich bin gleich morgens früh losgefahren. Ich glaube, um 6 Uhr aufgestanden und dann direkt los. Ich bin schon sehr, sehr früh losgefahren, damit ich auch vorher einchecken kann im Hotel. Und dann entsprechend ging es dann weiter zu der Location. Und das Brautpaar hatte mir auch gesagt, an dem Tag findet was statt in Hamburg. Und zwar ist der Christopher Street Day gewesen an dem Tag, an selben Tag. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann fahre ich lieber vorher los. Alles gut, gar kein Thema. Bin ich auch vorher losgefahren, war dann irgendwann in Hamburg. Und Hamburg, müsst ihr euch vorstellen, ist ja nicht wie Berlin, bisschen kleiner. Und Hamburg war zu. Es war alles zu, egal wohin. Das Navi hat mich irgendwo hingeführt und ich kam irgendwie nicht durch. Ich stand gefühlt den halben Tag im Auto in Hamburg. Und zum Glück war ich so früh dran, ne, dass ich noch genug Zeit hatte. Aber wofür ich jetzt keine Zeit mehr hatte, war, ich konnte nicht mehr einchecken ins Hotel. Das ging nicht mehr über die Route hinweg. Das war einfach alles voll. Dann bin ich gerade so noch pünktlich gekommen zur Location. Also Trauung war vorbei und dann war auch das Zeitfenster, wo ich aufbauen sollte. Also von der Warte her war alles okay. Ich war halt total im Stress. Ich wollte eigentlich nur entspannt ins Hotel, mich frisch machen, ein paar Sachen zur Seite legen, nochmal den Tag kurz Revue passieren lassen, was auf mich zukommt und dann dahin. Aber ich bin wirklich, also ihr kennt das ja, also du kennst das ja auch, wenn du im Stau sitzt und die ganze Zeit hinguckst auf die Uhr und wie ich fahren muss in der fremden Stadt. Oh, war ich genervt. Ich war meines Tages. Eine persönliche Pleite. Das war eine persönliche Pleite. Also es war, das Brautpaar hat nichts mitbekommen. Ich war für die pünktlich da, aber mein Zeitplan sah ganz anders aus. Ja, das war so eine kleine Pleite von meiner Seite aus. Ja. Ich habe noch eine lustige Geschichte, da hatten wir auch, das war eine andere Hochzeit, auch andere Kultur, die hatten im Hotel teilweise das Buffet des Hotels und teilweise von ihrem anderen Caterer, von einer anderen Kultur und anderen Nationalität. Und die konnten auch kein Deutsch. Okay. Und wir sind mit denen vorher ins Hotel und auch, es wurde besprochen, dass sie ein paar Sachen in der Küche noch fertig gemacht haben. Es war ein sehr, sehr, sehr großes Hotel in Berlin. Und denen wurde auch die Küche gezeigt, denen wurde auch gezeigt, welchen Bereich der Küche sie nehmen durften. Und trotzdem hatten wir am Hochzeitstag die ganze Zeit, wurden wir immer in diese Küche gerufen, weil irgendein Mensch von den Köchen hat sich immer verlaufen, hat dann den Bruder des Bräutigams angerufen und der Bruder des Bräutigams kam dann voll genervt zu uns. Ja, was ist denn da unten in der Küche los? Da ist schon wieder irgendein Koch ist irgendwo und dann mussten wir mal in die Küche diese Köche suchen und denen ja diesen Weg zeigen, wo wir uns doch selber nicht auskannten. Oder beziehungsweise mit dem Hotelmitarbeitern dann sprechen so, da ist wieder irgendein Koch irgendwo falsch, wo muss ich hin oder gehst du oder was? Und diese Location hat dann original einfach einen Koch dann nur für die anderen Köche abgestellt, der dann einfach immer gebabysittet hat, schon wieder, um den Ein- und Auswege zu zeigen und dann hoch für das Buffet aufbauen, weil es einfach zu kompliziert war. Oh Gott, okay. Ja, das war eine nervige, unlustige Geschichte. Aber da sieht man mal, das erzähle ich jetzt auch nur so just for fun, also das Brautpaar hat ja gar nichts davon mitbekommen. Nee, klar. Aber das sind so die Nebenschauplätze, mit was wir uns dann rumschlagen. Das sind die Hintergründe, Abend. Ne? Ja. Hintergründe, die man dann nicht vorne dann sieht quasi. Ja. Ich hatte eine Party oder eine Hochzeit mit einer Party, da war schon eine Musikanlage vorhanden. Für mich ist es immer schon so ein Red Flag, so Achtung, warum ist da eine Musikanlage in dieser Location vorhanden? Weil es eine Lautstärkebegrenzung gibt. Genau, es gibt ein Lautstärkeproblem. Ja. Und gut, gar kein Thema. Ich kannte die Location schon und für mich war die Lautstärke in Ordnung. Aber in dem letzten Jahr haben sie irgendwas alles nochmal neu gemacht und neu saniert, eine neue Musikanlage und alles neu limitiert. Und damit war ich konfrontiert und auch überrascht. Wir haben das nämlich so gemacht, zum Einzug des Hochzeitspaares war das so, die Gäste waren schon drinne,
Alle haben so, ich habe die Gäste gebeten, jeder soll sich so ein Handtuch nehmen, die Serviette. So eine Serviette nehmen. Ja. Und wenn das Brautpaar dann reinkommt und ich so einen gewissen Song anspiele, sollen sie alle wedeln, rumschreien und einfach wirklich einen großen Chapeau quasi aussprechen. Haben wir gemacht. Ich habe den Song gespielt, die Gäste sind ausgeflippt, haben gepfiffen, geschrien, gewedelt und das Brautpaar kam auch rein. Und jetzt kam das mit der Limitierung. Oh Gott. Normalerweise ist es so, du spielst eine Musik ab bis zu einem gewissen Grad und wenn du diese Lautstärke überschreitest, dann dämpft er dich runter. Ja. Vor Ort war das so, dass er die Lautstärke nicht von meiner Musik gemessen hat, sondern die Lautstärke im Raum. Sowas gibt's, sowas habe ich noch nie gehabt. Ja, sowas geht gar nicht. Also aus meiner Sicht ist es No-Go. Der hat die Lautstärke in dem Raum gemessen und du musst dir vorstellen, wenn die Gäste dann rumgepfiffen haben, geschrien haben, sonstiges, meine Musik wurde komplett runtergedimmt auf null. Ach du je. Dass ich nichts mehr machen konnte und ich war total überrascht mit der Situation. Ich war auch total überfordert, weil ich dachte, hey, ich habe alles gerade getestet. Ja. Alles hat funktioniert, Soundcheck hat funktioniert, aber na klar hat funktioniert, weil auch keiner geschrien hat im Raum beim Soundcheck. Ja. Ich war ja alleine in dem Raum, ja. Durfte entsprechend laut machen und es war ja niemand im Raum da, der da rumgeschrien hat und die Lautstärke war völlig im Rahmen. Aber die Leute, die halt rumschreien und rumpfeifen, das ist halt noch lauter als meine Musik gewesen. Und das war dann für mich, das war echt so, ich sage, oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Also mir wurde gesagt, dass es ein Limiter ist, aber dass es so eine Limitierung gab, das war für mich schon hart. Interessant zu wissen. Ja, ich habe mit dem Betreiber danach gesprochen und der hat es danach geändert. Aber es war blöd für mich. Das kann man ändern. Ja, okay. Er hat es geändert. Also lernen für uns, wenn es da eine Limitierung gibt, nicht rumschreien. Ja. Oder vorher absprechen mit der Location. Das war für mich total blöd, weil es gibt halt Songs, wo die Leute halt auch mitsingen, mitgrölen. Ja. Und jedes Mal, wenn sie mitgegrölt haben, dann ging diese Musik halt leiser. Oh, bis komplett aus teilweise. Und das war für mich so, oh. Deswegen, das war sehr, sehr anstrengend. Deswegen habe ich mich mit dem Betreiber nochmal hingesetzt und wir mussten dann eine Regelung für künftige Hochzeiten mal sprechen. Das hat er jetzt zum Glück geändert. Ja, das war doof. So, dann hatten wir, eine Kollegin hatte noch eine Hochzeit, da ist einfach der Bus nicht gekommen, der Shuttlebus. Oh. Und das war Gott sei Dank am Vortag. Es war Zweitageshochzeit, einmal so Get-Together und am nächsten Tag so die Hochzeit. Und am Vortag der erste Shuttle, der kommen sollte, ist nicht gekommen. Und dann schauen die Gäste alle bereit. Und ja, dann ist die Kollegin einfach eingesprungen, die so, okay, ist ja nicht weit, sind ja nur ein paar Meter, steigen sie ins Auto ein und hat halt auch die Location gefragt, hey, sie habt auch einen ganz kleinen Minibus, dann fahren wir einfach schon mal und hat natürlich auch den Bus, die Nummer gehabt und hat den auch angerufen, hey, was ist, wo seid ihr denn? Und die haben es irgendwie vergeigt, ich weiß nicht warum. Und naja, bis die dann gekommen sind mit ihrem Bus, hatten die Kollegin und die Location dann die meisten schon rübergefahren gehabt. Also es war dann jetzt nicht so schlimm, es ist auch nichts passiert, aber es war trotzdem so eine Pleite. Oh Gott. Und besser am Vortag als am Hochzeitstag, wenn alle zu spät zur Trauung kommen. Ne? Stimmt. Aber sowas passiert halt, das kann halt immer mal passieren. Ja, also da steckt man nicht in drin. 10 Jahren gibt es immer mal einen Bus, der nicht kommt. Ja. Oder ein Brautauto, was vorher kaputt geht oder so. Stimmt, das ist ja auch Technik, ne? Da steckt man noch nicht drin teilweise. Drin. Ich hatte auch eine schöne Überraschung im letzten Jahr. Ich bespreche ja mit meinem Pärchen immer die Musik ab für den Hochzeitstanz. Alles okay, alles gut. Und dann sind die an dem Tag spontanerweise, ich weiß warum nicht spontan, das war wirklich 2-3 Minuten bevor der Hochzeitstanz war. Ich war schon dabei, die Leute anzukündigen. Die Leute standen dann schon da. Und dann kam das Pärchen zu mir und meinten, ach so, übrigens, wir haben den Hochzeits, den Song gewechselt. Oh. Und ich so, wie jetzt? Oh nein. Also, ja, wir dachten, wir hätten es dir gesagt. Ich so, nee, okay. Oh. Und ich habe schon die Gäste angekündigt und die standen da schon im Kreis, Spalier. Und sollte jetzt gleich losgehen. Und dann, ja gut, dann muss ich den jetzt besorgen. Aber ich hatte den Song nicht, war ein spezieller Song. Auch noch. Ja, ja, dann musste ich schnell den Internetzugang mir verschaffen und dann den Song herunterladen und dann konnte ich ihn spielen. Aber es war so total Überforderung für mich, wirklich. Kurz bevor, so 2 Minuten bevor es richtig losging, kamen sie dann und dann den Song gewechselt. Und ich so, oh Gott, das kann nicht sein. Das ist, Vor allen Dingen hat man ja nicht überall Internet, ne? Das war jetzt Glück im Unglück, dass ich Internet hatte. Wenn man dann hatte, in irgendeinem Raum ist, wo man kein Internet hat, dann ist Pech. Dann bist du verloren, ja. Ja. Also ich habe jetzt mit meinem Handy quasi so einen Hotspot gemacht, dass ich von meinem Handy Zugang hatte. Das ging dann zum Glück, aber wenn ich jetzt keinen Zugang dazu hätte und kein WLAN vor Ort, dann hätten wir bei dem alten Song bleiben müssen. Das ließ sich dann nicht ändern. Aber ja, das war so eine kleine Pleite.
Wir hatten auch noch was, da war ich auf einer Hochzeit, da war ich Zeremonienmeister, also das Brautpaar hatte selber alles geplant. Wir haben vorher uns ein paar Mal getroffen so und dann habe ich den Tag begleitet, dass im Hintergrund alles läuft. Und dann war das so, stellt euch vor, das ist so ein Schloss, was eigentlich nur ein Museum ist und ganz ab und davon die Orangerie, also da stehen im Winter stehen da die Bäume und im Sommer ist es alles nackt und leer. Und da kann man dann feiern im Sommer. Also es ist quasi eine leere Halle. Okay. Es gibt dort nichts. Okay. Du musst alles mitbringen. Und der Caterer hatte Tische, Stühle, alles dabei für die Gäste. Es gab auch eine Lounge-Ecke draußen und ein paar Stehtische. Und das war's. Das heißt, die Hochzeit begann und irgendwann wollten wir dann auch mal was essen, wir Dienstleister. Ach so, und wir hatten keinen Tisch und keinen Stuhl. Oh nee. Und dann haben wir so gesagt, naja, kein Problem. Also bei anderen Hochzeiten setzen wir uns ja auch meistens raus auf die Terrasse oder in die Bar oder in irgendeinen anderen Raum, weil ich finde es immer nicht gut, dass man als Dienstleister direkt bei den Gästen sitzt. Das mag ich eh nicht. Aber der Caterer hatte die ganzen Lounge-Sachen von draußen reingeholt an die Tanzfläche und dann begann schon die Party und dann waren da die Gäste und da wollten wir natürlich auch nicht sitzen. Oh, nee. Und die Stehtische und es war draußen bitterkalt und bitterdunkel geworden, obwohl Sommer war, aber es war ja auch so eine Off-Location, also es gab da auch kaum Licht draußen und es war schweinekalt geworden und es gab nichts mehr zu sitzen. Oh, nee. Das heißt, wir standen da und es gab nur zwei riesenlange Tafeln für alle Gäste, also es gab weit und breit keinen Tisch und keinen Stuhl und nichts. Und dann haben wir da auch die Security gefragt, so habt ihr vielleicht irgendwo in den Katakomben irgendwo so einen Personaltisch? Ist es egal, wo wir uns hinsetzen? Oder eine Umkleide oder irgendwo einen Stuhl wenigstens? Ja. Und dann essen wir auf den Knien. Die hatten nichts. Oh nein. Es gab keinen Tisch, keinen Stuhl für uns. Und wir waren, ich glaube, dreimal Foto und Video und zwei Hochzeitsplaner. Wir waren zu fünft. Oh Gott, im Stehen, Essen und Dunkeln und der Kälte. Ja, wir haben uns dann, der Raum ja war ja riesig, riesig, wir haben uns dann in eine Ecke verkrochen und haben uns dann, da war so ein kleiner Absatz, aber stellt euch vor, das war so ein shabby, schick Location. Okay. Also da war der blanke Stein, war so ein ganz kleiner Absatz mit blankem Stein, aber wenn wir uns draufgesetzt haben und wir waren alle dunkel gekleidet, und die Fotografen waren zum Beispiel schwarz gekleidet. Ja. Du hast dann am Po halt diesen Steindreck alles gehabt. Ja, okay, ja, oh nee. Wir haben uns dann da so in die Ecke gekauert und haben da so gegessen. Oh Gott. Und dann kam so ein Gast vorbei und hat es gesehen und hat gesagt so, oh, wie esst ihr denn da? Das tut uns so leid. Setzt euch doch an unseren Platz. Wir sind doch jetzt fertig. Aber das war uns auch zu blöd, uns dann an den Gasttisch zu setzen. Ja. Also, wie gesagt, das war jetzt auch keine schlimme Panne. Shit happens. Ja. Wir haben auch sowas gegessen, das war uns jetzt auch egal. Aber so für euch, wenn ihr hier zuhört, bitte denkt auch an die Dienstleister, dass wir wenigstens einen Tisch und einen Stuhl haben in irgendeiner Ecke. Oh ja, das wäre gut. Also, wie gesagt, ich möchte nicht immer im Raum mit den Gästen sitzen, weil das ist ja auch immer total ungemütlich, wenn die Dienstleister ständig aufstehen. Genau. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Nebenraum oder irgendeine Ecke und der Tisch muss ja auch nicht so toll geschmückt sein. Das kostet ja alles Geld, ziehen wir alles ein. Aber irgendwo ein Tisch und irgendwo ein Stuhl wäre echt nett. Eieiei. Ich habe schon, das ist jetzt meine letzte Geschichte, die ich teilen kann. Ich habe nur noch zwei. Du hast noch zwei, okay. Also dann erzähl vielleicht du noch die eine. Können wir es jetzt abwechseln? Ja, eine Pleite und Pech und Panne, die uns bei uns im Team dieses Jahr verfolgt hat, sind immer Tischdecken verschwunden. Oh. Und zwar haben die Locations ganz oft keine schönen Tischdecken. Also wenn ihr da plant, fragt mal, wenn ihr runde Tische habt. Ganz viele Locations machen immer noch eckige Tischdecken auf runde Tische. Das sieht ganz furchtbar aus. Ja. Und wenn die dann keine runden Tischdecken haben, dann mieten wir manchmal welche. Auch sollten die vielleicht lang genug sein. Das sieht einfach schöner aus, wenn die Tischdecke lang ist, bodenlang und nicht nur so 10 cm und man sieht die hässlichen Tischbeine. Ja. Deswegen haben wir Tischdecken gemietet. Und du kannst der Location zwei oder drei oder viermal sagen, hey, bitte diese weißen Tischdecken, das ist nicht eure, bitte nicht in Wäscherei geben. Oh. Bitte in diesen Karton und der Karton wird abgeholt und wird dann wieder zurückgegeben. Aber in großen Hotels sind halt manchmal so viele Menschen, die dort arbeiten und der Frühdienst sagt es nicht dem Spätdienst. Und selbst wenn du es dem Spätdienst sagst, dann vielleicht baut am nächsten Tag erst das nächste Team diese Tischdecken ab und dann waren die weg. Und dann waren die in irgendwelchen Wäschereien und wurden nicht mehr gefunden. Und das Ende vom Lied ist wirklich der Stress, wer bezahlt diese Tischdecken? Ja. Das Brautpaar oder die Location?
Und einfach, um diesen Stress zu vermeiden, erzähle ich das jetzt hier, falls ihr Tischdecken mietet, die auch noch weiß sind, die ja leicht verwechselbar sind, kümmert euch darum, dass ihr diese Tischdecken irgendwie zurückbekommt. Oh, dass der Serviceleiter das 10-mal gesagt bekommt, ja, und vielleicht ein Karton da liegt, dass es auch noch dick und fett beschriftet ist. Ja. Ja, dass es nicht wegkommt, ne? Ja, das ist nämlich ärgerlich, weil das sind dann mehrere hundert Euro, die dann in Rechnung gestellt werden. Zusätzlich unnötige Kosten. So. Für den Neukauf von so riesengroßen Tischdecken, ja, also es ist echt ärgerliches, ja, Geld. Ja, ich komme zu meiner letzten Geschichte, die ist gar nicht so groß, ist eigentlich eine relativ kleine Sache. Ab und an bekommt man jetzt Hochzeitsdienstleister Geschenke. Das zeigt so ein bisschen auch die Wertschätzung. Das finde ich immer total süß, wenn ich Geschenke bekomme. Und ich habe schon ich habe schon wirklich viele Dinge bekommen, sage ich jetzt mal, verschiedensten Sachen. Und dieses Jahr, also letztes Jahr, wurde ich überrascht. Das war irgendwie total süß. Und zwar hat das Hochzeitspaar mir Socken geschenkt. Socken. Personalisiert mit dem Aufdruck bester DJ, bester Hochzeits-DJ Hung und das Datum und die Namen, und ich fand das so süß. Das ist wirklich süß, ja. Habe ich noch nie bekommen, so Socken. Muss man erstmal drauf kommen. Da muss man erstmal drauf kommen, ja. Das war total niedlich, und die habe auch wirklich nur ich bekommen. Manchmal ist es ja so, dass man vielleicht so Gastgeschenke für jeden macht und dann mit dem DJ mit, aber es war wirklich personalisiert nur für mich. Süß. Die Gäste haben was anderes bekommen, und das war wirklich nur mein einziges Geschenk nur für mich, und das fand ich total niedlich. Das war, habe ich noch nie, ja, bekommen. Ich habe wirklich viele Sachen bekommen, aber das war so total süß irgendwie, ja. Ja, bleibt im Gedanken. Genau. Ich wollte nur mal zu den Tischdecken sagen, dass unsere Brautpaar übrigens nicht die Tischdecken bezahlen mussten. Ah, okay, du löst es noch. Aber ja, es kann passieren, das wollte ich nur sagen. Kleiner Nachtrag. Okay. Wir haben so lange genervt, bis wir diese Tischdecken gesucht haben und gefunden haben. Ah, okay. Wir haben sie aus der Wäscherei dann zurückgeholt. Also haben sie sich wieder gefunden und dann, ja, perfekt. Also bei der, okay, einen, ach nee, stimmt nicht. Bei der einen haben wir sie dann zurückbekommen, und bei der anderen hat dann die Location die Rechnung bezahlt, ah, weil die, okay, sie auch vergeigt, gut, haben. Okay, ja, aber dann das Hochzeitspaar nicht auf den Kosten setzen. Nee, super. Also da kämpfen wir ja wie die Löwen für unsere, ja, Brautpaare. Ja, die sind ja auch nicht schuld, ne? Genau. Ja, ich habe noch eine lustige Geschichte, medium lustig, aber irgendwie lustig. Also wir hatten ein Paar, die hatten manche Gäste nur für die Zeremonie eingeladen in der Kirche, und andere Gäste durften dann auch weiter mitkommen in die Location und abends da feiern. Mhm. Und da ist einfach einer mitgekommen nach abends, der zum Abendessen, der gar nicht eingeladen war. Oh nein, einfach ein random Gast? Also nicht, ja, Gast, also, sondern einfach eine fremde Person? Nee, nicht ganz fremd. Also der war ja zur Zeremonie eingeladen, aber der war nicht für den Abend eingeladen. Ah. Und die anderen Kumpels haben das verstanden, aber er hat es nicht verstanden. Und er stand dann vor dem Tischplan und meinte so zu mir, ja, ich stehe nicht auf dem Tischplan. Und ich so, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir jetzt gemeinsam gesucht. Und dann haben wir ihn tatsächlich gefunden. Ja, wirklich, Fremdschämen. Und dann mussten wir das Brautpaar ja fragen, was ist denn mit der Person, habt ihr die vielleicht vergessen, ja, am Tischplan? Und, ja, dann haben sie uns groß angeguckt und haben gesagt, nee, oh mein Gott, er ist gar nicht eingeladen. Und dann habe ich gesagt, du, ich sag ihm das, kein Problem. Also ich kann, ja, da nichts, das, ja, kann man ja trotzdem nicht sagen, dass, ja, es nicht vorgesehen ist oder was weiß ich. Und dann haben sie gesagt, nee, dann quetscht den irgendwo dazwischen. Haben ihn irgendwo dazwischen gequetscht. Haben wir zusammen geguckt, welcher Tisch wäre geeignet, und dann hat er dann gedeckt bekommen, ja, und war auf einmal da. Ja, aber es ist schon ein bisschen, also es ist irgendwie lustig und irgendwie peinlich irgendwie, für ihn, also oder? Für ihn, ja, das ist schon sehr, ja, fremdschämend. Ja. Hat den Wink nicht gehört. Also wenn so kleine Sachen passieren, dann werten wir das auch immer im Team aus, beziehungsweise wenn wir andere Geschichten von anderen Planern hören, erzählen wir das natürlich auch bei, ja, uns im, ja, Team. Einfach so nach dem Motto, man kann über jede Situation irgendwie lernen, weil manchmal kann man gar nicht so verrückt denken, ja, was alles passieren kann. Richtig. Weil wir ja auch alle mit Menschen arbeiten und jeder kann immer einen Fehler machen. Und vor allem, wenn er auch Dienstleister hat, den man nicht kennt oder so, ne? Weiß man ja gar nicht, wie die so arbeiten. Jeder tickt anders. Jede Kultur tickt anders, genau, oder hat andere Prioritäten, was denen wichtig ist, was, richtig, uns wichtig ist. Und ja, deswegen jetzt einfach so der kleine Hinweis unserer lustigen und nicht so lustigen Geschichten. Aber im Endeffekt ist es auch alles nie so schlimm. Also, nee, es wird ja alles gerettet. Ja. Durch die Helden, durch die Helden der anderen Dienstleister, genau, oder der Location oder der Planer oder der Hung, der die Sachen rettet. Oder ja, wenn ihr also gute Dienstleister gebucht habt, dann wird ja auch jeder der Dienstleister versuchen, die Situation zu retten. Ja, und insbesondere, wenn ihr erfahrene Dienstleister habt, dann
sind wir schon recht flexibel, würde ich sagen. Also so wie du jetzt mit dem Koffer, dass du deinen Koffer gesucht hast für die andere Person und so eine Sachen oder den Köchen, den einen Koch zeigen musstest, den Weg. Da sind wir ja flexibel und erfahren genug, um da auch Hilfe zu schaffen. Ja, und ich sage ja auch immer, Improvisation ist alles. Ja, genau. Also manchmal muss man auch einfach improvisieren und das merkt dann eh kein Mensch. Genau. Also manchmal merkt es auch noch nicht mal das Brautpaar, weil der Tag ist so emotional und so kleine Sachen sind dann auch gar nicht so wichtig. Genau. Und die Gäste, die merken es eh nicht, weil die wissen ja gar nicht, was geplant ist. Richtig, richtig. Genau, also in dem Sinne, wenn irgendwas passiert auf eurer Hochzeit, lacht drüber, nehmt es nicht so ernst. Auf vielen Hochzeiten passieren kleine Sachen und keiner hat es gemerkt. Richtig. Und genießt euren Tag, das ist die Hauptsache. Genau. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.